Du solltest also ich finde, die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ich finde ja, die haben schon viel mehr geleistet als irgendeine andere Croft im vorigen Teil. Ich komm da rauf. Okay, das funktioniert schon mal. Ziemlich gut sogar. So. Wo muss ich hin? Wieder nach oben, okay. Ich denke mal, wir werden zu diesem Punkt noch ein paar Mal öfter vorbeikommen. Deswegen lasse ich erstmal die ganzen Sachen da in Ruhe. Geheimes Grab in der Nähe. Hier war doch der Wolfsbau, oder nicht? Ja, hier war der Wolfsbau. Wo ist das geheime Grab? Geheimes Grab. Oh, ein bisschen Feuer, würde ich sagen. So Leute, geheimes Grab. Gucken, was wir hier finden. Sehr schön. Jetzt hier tief runter. Sieht gut aus. Alles okay. Grab der Unwürdigen. Aber wir haben ein Lager gefunden. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Das ist ein Sonderanbeter, ganz klar. Wenn wir hier sind, wegen dem Vieh. So, was nehmen wir denn hier? Überlebensinstinkt, Überlebensgrund. Wir haben diese Pfeile wiederfinden. Plünderung, Klettergewandtheit, Orientierung, Kartografie. Jäger. Munitionskapazität, Gewichtheber. Erfahrener Mörder. Ich glaube, wir gehen erstmal in die Richtung. So, sicherer Schuss haben wir bereits. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein. Können Sie mehr Munition transportieren. Warum nicht? Klingt cool. So, gucken, ob wir noch was verbessern können. Wir haben 286 Bergungsgut. Das können wir bestimmt hier reinpacken hier. Verstärkte Wurfarme. Versteckte Wurfarme. Na gut. Aber wir vorhaben, ein bisschen mehr mit dem Bogen zu machen. Machen wir das. So, jetzt haben wir noch 36 Punkte. Können wir die uns sparen. Laras Tagebücher. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Na gut. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Okay, wir wissen, diese weißen... aus allen Unterlagen entfernt. Diese weißen Dinger können wir anzünden. Da brauchen wir aber Feuer zu. Guck mal, wo kriegen wir Feuer her? Das Ding könnten wir runterschubsen. Machen wir das mal. Okay. Guck mal, gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, wir müssen das Ding leichter machen. Allerdings kriegen wir kein Feuer von hier, weil hier Wasser ist. Gehen wir erstmal hier hoch. Okay, wir biegen auch ein bisschen viel. Wir müssten da was reinpacken, glaube ich, in das Gegengewicht. Dann kämen wir auch höher. Weil da oben haben wir eine Fackel.
Wie kriegen wir das Ding jetzt schwerer? Weil das andere Ding wahrscheinlich. Wir müssten das hier erschweren. Oder das hier erleichtern. Wie kriegen wir das hin? Wenn wir uns vielleicht beeilen. Vielleicht, wenn wir uns beeilen, Leute. Aha. Ein bisschen Beeilung. So. Dann zünden wir das Ding an. Uff, auf mit dir. Und nach oben, bitte. Fahrstuhl nach oben. Das hat uns nicht geholfen. Ach cool, nee, das ist ja noch gar nicht. Okay. Wir müssen den immer runterdrücken hier. So, vielleicht reicht's jetzt aus. Sieht doch schon mal gar nicht mal so übel aus. Eine Handvoll? Kluges Köpfchen. Jetzt. Nur eine Handvoll? Willst du es hier lassen? Eine Handvoll? Was ist das denn? Eine Handvoll? Nimm die ganze Kiste auf dem Rücken. Was ist das? Seilrutsche. Ein Riesenschatz vor einem, die nimmt eine Handvoll. Na gut, kann man nicht sagen, dass sie gierig ist, ne? Kann man nicht sagen, dass sie gierig ist. Oh, macht's automatisch an, cool. Ich wäre jetzt hier im Dunkeln durchgerannt. Wo guckst du denn da hin? Da ist doch nichts. Hier liegt was. Geocatch. Jetzt können wir nach oben gehen. Da haben wir einen. Ist das eine gute Idee? Und da haben wir zwei. Warum nicht entspannen? Später kriegen wir bestimmt wieder Praktik. Für sie ihn wohl benutzen. Ja, der funktioniert noch, oder? Warte mal, fahr jetzt wenig. Ich bin niemand mehr. Glaubst du, er hat Verbindung zur Außenwelt? Habt ihr was gehört? Mal sehen, ob ich was finde. Ging gut. Um unsere Pfeile wieder. Dann auch mal hier rüber, wenn das funktioniert. Hier schwimmen können wir auch. Mal gut zu wissen.
der Spiele, sobald du das Wasser berührst, bist du sofort tot. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Ich habe was gehört. Gegner. Na gut, sieht alles noch in Ordnung aus. Gucken wir erstmal, ob wir hier im Haus hochkommen. Scheint mehrere Wege nach Rom zu führen. Die bräuchten wir Feuer. Da ich glaube, dass ich beim Klettern kein Feuer mit mir umtragen kann, glaube ich, dass ich Feuer nur von da hinten kriege. Finden wir hier mal alles an. So, jetzt nochmal denselben Weg zurück, ohne runterzufallen. Gibt ja Erfahrung, ne? Gibt Erfahrung. Von Geocache, wenn ich das richtig sehe. Gucken wir mal. So, wo müssen wir hin? Wir müssen also auf die Seite. Okay, jetzt kriegen wir hin. Alles muss kaputt Lara, gehen. Bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Hey, aufwachen! Bitte! Das muss alles nicht sein! What the fuck? Molotovs! Noch einer. Alter. Schreck mich doch nicht so, Leute. Auf die Witze, danke, Mann. Werde ich machen. Danke, Mann, für die 8,50 Euro.
Alter, bin ich erschrocken. Alter. Kauf dir eine Pizza. So, wir haben wieder oben eine Lampe, aber ich glaube, die bringt nichts. Doch, die kümmert zerballern. Bringt uns das irgendwas? Irgendwie nicht. Vielleicht haben wir dadurch das Fass angezündet und könnten da jetzt unsere Fackel anzünden. Kauf dir eine Pizza, ey. Das werde ich nicht vergessen. Durch. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Leuchtturm. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action! Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Hm.
Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf mich. Alle zählen auf mich. Alles wird wieder auf uns abgewälzt hier. Ohne Witz. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Münze mit einem Quadrat in der Mitte. Was auch immer das für einen Sinn hatte. Ihr wollt wahrscheinlich Material sparen. Da wollten sie Material sparen. So. Da sollen wir hin. Hier ist der Kasse, ja? Gut. Zumindest alle, wir wollen alles hier geprüft haben. Wir wollen alles hier geprüft haben. Da müssen wir hin, Leute. Wir müssen da unseren Sender hinbringen, weil wir die besten Möglichkeiten haben, jemanden zu empfangen. Auf dieser gottlosen Insel hier, irgendwie im Bermuda-Dreieck oder so, wo Russen sind. Okay, Licht. Durchgebrannt, genau. Es ist, sagen wir mal, es ist durchgebrannt. Hä? Ist Alarm. Alter, Leute, darum ist eine Minigun. Eine Runde. Oder auch nicht. Molotow-Träger. Der hört nicht auf. Ich habe die Leichen noch nicht geplündert draußen, aber draußen ist halt der Minigun-Typ. Um den will ich mich zuerst kümmern. Molotow-Typ. Genau, hau wieder ab. Too.
jetzt haben wir's. Hier lag noch was. Müssen wir gucken, ob der Molotow-Typ weg ist. Fähigkeitspunkt. Finden Sie ein Lager. Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Sieht ja ganz anders aus als die, die wir schon gefunden haben. Und wieder mal haben sie ihr Material sparen. Material gespart. So ist er richtig. So, ich weiß nicht warum, aber ich nehme mal hier ein bisschen Fackel mit, weil es dunkel und so. Vielleicht brauchen wir es hier irgendwo. Da muss er nicht zurückrennen. Ist der Minigun-Typ tot? Die war ja hier, ne? Ja, hier war die. Okay, dann rennen wir mal ganz kurz runter und gucken uns mal nochmal die Leichen unten an. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Okay, mehr Bogenschuss kriegen wir nicht aufgesammelt. So, wo sind denn hier die Milliarden Leichen? Da haben wir schon mal ein paar. Eine. Noch mehr Pfeil und Bogen. Okay. Aus diesen Milliarden Leichen ist keine mehr da. Außer eine. Kommen wir hier hin? Nope. Selbst Pistolenmunition haben wir. Bis Anschlag voll. Und können jetzt nach oben gehen. Dann haben wir alles untersucht. Wir sind zufrieden. Sexy Kroft hier. Ja, Bogenschuss. Was? Noch ein Geocache. Zugang zur Basis-Set begonnen. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Wieder mal schwimmen wir in der Grütze rum. Es ist eiskalt. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir machen das mal. Vielleicht geht dann hier das Gas aus. Okay, sieht gut aus. Wahrscheinlich kommen wir hier nicht durch, ne? Nee, wir kommen hier nicht durch. Der einzige Zugang. Auf das Fass schießen. Ruhig stehen. Schwere Beinverletzungen setzen Feinde außer Gefecht. Wenn man hier keinen Kopfschuss macht, dann halten die ewig aus. Aber wir haben jetzt so viel Pistolenmunition. Wäre doch eine Schande, wenn wir das nicht nutzen. Nee, da ist Last of Us auch schwerer, muss ich sagen. Aber hier haben wir trotzdem noch genug Munition. Das ist zwar nicht ein Grund, aber suchen wir mal hier was, wo wir Feuer kriegen. Da. Verbrenne mal ein Poster. Wahrscheinlich ist hier so ein Ding, wo man Erfahrungspunkte bekommt oder so. Ungläubige Herausforderung. Abschließend 4 EP. Okay, wahrscheinlich kriegen wir erst EP, wenn wir alle verbrannt haben. 1 von 5 transparente
verstört. Noch jemand? War am Halsschuss. Sieht aus, als wenn wir da lang müssen. Gucken wir mal woanders. Geht's noch woanders weiter? Nope. Okay, dann gehen wir da lang. Soll man damit machen? So, die kann ich werfen. Ich sehe den Grund gerade nicht, warum ich die werfen soll. Wir haben zwei so eine Lampen, die wir werfen können. Sogar drei. Drei so eine Lampen. Oh, guck mal, Leute. Scheiße, jetzt habe ich meine Fackel ausgemacht. Komm ich wieder zurück? Kann ich das Ding wieder ablegen? Das Glas sieht zerbrechlich aus. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Hätte mal nichts gebracht. Okay. Ich will wieder zurück. Ich will wieder eine Fackel haben. Wir haben hier noch so ein Poster. Ich kann es nicht verbrennen. Aber vielleicht, wenn ich eine Fackel dagegen werfe. Wenn ich das Ding dagegen werfe. Lässt du das mal kurz? Keiner haut ab. Okay. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Soll ich draufballern oder was? Na gut, dann würde ich sagen, testen wir mal die merkwürdige Luke da oben. So. Ups. Ja, was das immer gebracht haben soll. Jetzt sehe ich meinen Fehler, Leute. Ich sehe meinen Fehler. Es gibt keinen Ausweg, Outsider! Und jetzt hätte ich sie reinwerfen sollen. Oh, komischerweise haben wir eine neue hier. Ich weiß zwar nicht, wie die gerade da hingekommen ist, aber wir haben eine neue bekommen. Und tschüss. Hey! Alternativzugang. Kriegen wir irgendwo unsere Fackel an. Beende es. Bitte. Fahr zur Hölle.